Heute schauen wir uns mal wieder einen der beliebtesten Tier-10-Kreuze überhaupt an, und zwar die Des Moines der Amerikaner. Ein wirklich besonderes Schiff, das kann man nicht anderes sagen. Und dementsprechend geben wir Gas und schauen mal, was hier so passiert. Karte des Atlantik. Lass mal ein bisschen spulen, spulen, spulen. Und jetzt gehen wir in die Action. Und sehen, was das Besondere an der Des Moines ist. Die unglaublich schnelle Feuerrate. Also das Ding, das schießt abnormal schnell. Hat zwar keine Torpedos dabei, braucht es aber auch einfach nicht. Also das Ding, das ist so schnell und so fix am Schießen. Da ist alles andere eh total egal. Wir werden hier eine sehr, sehr damage-reiche Runde präsentiert bekommen. Und ich freue mich da schon sehr drauf, weil ich schaue der Des Moines sehr gerne zu. Und hier, das ist ein Luxus, den kann man sich mit dem Moin eigentlich fast nicht erlauben. Ist zwar immer schön zu sehen, aber man verliert in der Zeit, hätte jetzt schon locker zweimal wieder schießen können. Gerade die Amagi, die ist offen, die ist beschussfähig. Also hoffen wir doch, dass er da noch den einen oder anderen Hit drauf machen wird. Aber er will ja wohl auf die Hipper gehen. Und das ist natürlich unglaublich, was hier Torpedos im Wasser sind. Aber da trifft kein einziger davon. Gott sei Dank natürlich für ihn. Er ist hier sehr HE-lastig, das kann man schon mal sagen. Aktuell zumindest noch, vielleicht ändert sich das ja. Aber so ist gefühlt, sag ich mal so, alles über 10 Kilometer wird mit HE beschossen. Und sie ist wirklich zielgenau. Sie hat halt diesen unglaublich schnellen Reload. Hält dafür aber gar nicht so viel aus. Und jetzt muss er aufpassen. Hinter sich. Und da weiß er genau gerade, ich habe keine Leute, die mir gerade helfen könnten. Jetzt hat er nämlich die Fubuki. Und das Ding wird natürlich auf die Distanz mit ihren Torpedos tierisch unangenehm. Das ist auch noch festgefahren. Jetzt hat er das Glück, dass die Furubuki das gar nicht so realisiert hat, wie er hier fährt. Dementsprechend ist die nämlich gerade noch am Drehen. Und auch so am Drehen, dass sie scheinbar gerade gar keine Torpedos loswerden will. Und man sieht halt, er burstet halt das Ding einfach mal schnell weg. Und jetzt hat sie ihre Torpedos los, viel zu spät, weil sie hat sich so von der Des Moines einschüchtern lassen, muss man ja schon fast sagen, dass er da einfach keinerlei Reaktion mehr gezeigt hat, was die Torpedos anging. Normalerweise hätte man jetzt hier das Schiff gut und leicht wegmachen können, muss man einfach sagen, wie es ist. Also, Glück gehabt. So, und da jetzt die Des Moines und jetzt ist er mit AP am Start. Macht ja gleich mal zwei Zitadellentreffer. Nochmal eine und nochmal eine. Da sieht man einfach, AP ist ein wahres Wundermittel. So, jetzt hat er wieder auf HE geladen. Die Montana wird wieder naturgemäß mit HE beschossen. Und er hat hier eine schöne Kehre geschlagen. Und jetzt muss er Gas geben, was den Damage angeht. Die Des Moines, die gegnerische, die schießt gar nicht so wirklich zurück. Und jetzt hat er hier die Tirpitz gerammt. Rechts vor links gibt's nicht. Da wird das Nebelhorn natürlich aktiviert. Und die Tirpitz hat es dafür jetzt versenkt. Weil die Tirpitz war jetzt einfach natürlich für die Montana das schönere Ziel, muss man einfach sagen. Wenn man so ein Ziel so breitseitig sieht, das ist einfach angenehmer.
Ja, jetzt ist die Montana da hinterhalb der Insel. Da kommt er jetzt so nicht mehr einfach drauf. Er probiert zwar noch, aber die dürfen eigentlich nicht so runterfallen, dass er hier rauf wirken kann. Ja, wobei doch, ist sogar so, dass die in die richtige Tendenz kämen. Na, wie schauen die jetzt aus von der Flugbahn? Ja, kommen eigentlich alle gar nicht so verkehrt. Also, aber es ist natürlich deutlich schwieriger, auf Ziele zu schießen, die man so nicht genau anpeilen kann, wo man einfach nicht die Fahrtrichtung selber so richtig ausmachen kann. Na? Shimakaze hat natürlich naturgemäß alles da mit Torpedos vollgelegt. Also so ein Torpedoteppich, das ist natürlich schon was. Und jetzt trifft er hier, setzt ihn auch in Brand. Das ist jetzt der Faktor, den er hier, ja, zur Zerstörung klar macht. Sehr gut. Und da gibt es ein nettes Fuck you zurück. Der freut sich hier über seine Zerstörung. Ich glaube, fuck you heißt auf Englisch sowas wie vielen Dank, schöne Runde, bis zum nächsten Mal und weiterhin viel Erfolg. Ist ein bisschen kürzer. Invisible fucking ships. Naja, das ist halt einfach ein fucking Submarines. Ja. So, jetzt die Demoin. Da hat er wieder... Oh, die Demoin, die steht ja halb. Oder die steht sogar ganz. Aber AP geladen. Jetzt fährt sie weiter. Zwei Zitadellen. Antrieb ist ausgeschaltet. Jetzt hat er auch keine Zeit mehr zum Schreiben. Das ist jetzt natürlich einiges, was er hier jetzt an Gegner hat. Und natürlich auch nicht so schön vom Fahren her, aber wieder zwei Zitadellen. Und jetzt dürfte er mit dem nächsten eigentlich raus haben. Ja, wahnsinnigen Damage an der Des Moines gemacht. Sehr fein. Jetzt auf die Amagi. Ja, achtmal darauf schießt er jetzt scheinbar bewusst mit AP, weil er ist ja da schon immer sehr fleißig am Wechseln. Aber die prallen hier ab. Dafür ist die einfach zu schräg gerade gewesen. Ja, 500, 500. Ja, jetzt lädt er wieder HE. Und jetzt eigentlich, genau, ich wollte gerade sagen, jetzt wieder AP, weil jetzt steht sie schön seitlich zu ihm. Und dann sieht man gleich mal, auf unter 7 Kilometer geht halt auch doch knapp über 6000 Schaden. Auch mit AP. So. Ja, dann einen guten Treffer reinbekommen, aber Wayne ihn auf jeden Fall nicht. Also auch hier das nächste Schiff unter Wasser gestellt. Ja, ich weiß, mir ist nichts anderes eingefallen. Aber unter die Erde gebracht, passt hier nicht so wirklich. Auf den Grund des Erdbodens. So vielleicht. Des Meeresbodens. Ihr wisst, was ich meine. So, jetzt hat er hier ein bisschen Spaß mit Zerstörern. Gehring wird da deutlich langsamer. Benson ist da noch in der vollen Fahrt, so wie es aussieht. Also er liegt hier schon wirklich eine saugute Runde hin. Das muss man mal mittlerweile ganz klar neidlos anerkennen.
So, Benson schlägt jetzt zwar Haken, aber er trifft halt trotzdem immer noch so. Und wenn es mit einer Granate ist. Und auch hier wieder. Und jetzt ist er weg. Und jetzt da die Gearing vor sich. Gearing kommt auch sogar in seine Richtung. Und nochmal eine Salve. Es läuft einfach. Hier die Torpedos frühzeitig gesehen. Dementsprechend kann er jetzt darauf gut reagieren. Aber einen bekommt er wohl ab. Ja, direkt frontal auf die Schnauze. Aber das hat er direkt repariert. Hat auch noch einmal die Heilungsmöglichkeit. Die Krake, die sollte er sich auf jeden Fall in dem Match noch holen. Also, die ist absolut überfällig. Oh, oh, oh. Wo kommen die denn her? Aber da kann er rechtzeitig genug eindrehen. Und bekommt die hier nicht ab. Sehr wichtig. Oh. Ja, da ist die Krake. Sehr schön. Tirpitz geht auch gut mit AP. Das will er jetzt uns zeigen. Finde ich sehr schön. Ja, hat er auch nochmal gut zurückgedreht. Uiuiui, das sind Torpedos. Okay. Wir haben es jetzt doch nicht so gut gesehen. Und jetzt nur noch die Yamato. Auch hier schießt er gerade mit AP drauf. Immer mal schön zu sehen, welche Munitionsart so der Spieler nutzt und wie viel Damage dabei auch am Ende rumkommen. Jetzt wieder HE. Natürlich ist die Brandwahrscheinlichkeit und die Brandmöglichkeit auf einem Schlachtschiff sehr, sehr wichtig. Ich werde es nachher auch wieder so machen. Kurz bevor Spielzeit ist, werde ich mich verabschieden. Das dauert eh nicht mehr lang. Und zeige euch dann sozusagen ohne meinen Kommentar noch stumm, ob er den Kill hier auf die Yamato bekommt oder nicht. Deswegen sage ich jetzt schon mal vielen Dank, dass ihr dabei wart bei einer tollen Runde mit der Demoin und 270.000 Damage. Also die war sehr, sehr beachtlich. Und jetzt schauen wir mal, wer die Yamato bekommt. Er oder eins seiner Teammitglieder. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.